Ich bin heute wieder bei der Fahrtosch. Ich lasse mir heute die Wimpern liften und färben. Und das letzte Mal wollten wir eigentlich am Montag, wollten wir auch noch mal was mit meinen Augenbrauen machen. Das versuche ich jetzt heute mal zu machen. Ich hoffe, dass das zeitlich hinhaut bei mir, weil ich auch danach noch zum Friseur möchte und mir die Haare färben möchte, damit meine grauen Haare verschwinden. Also die Farbe bleibt. Also von dem Ton her nur, ja, der Ansatz muss nachgefärbt werden. Und ich nehme euch wieder ein bisschen mit. Auch wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, die Alte ist immer die ganze Zeit nur bei der Kosmetikerin und beim Friseur und so. Die haben ja ein Leben. Ja, haben wir schon. Aber wir machen auch noch andere Sachen. Aber ja, wenn wir jetzt vom Computer sitzen und die Kinder von der Schule abholen, ist für jetzt euch, glaube ich, nicht so interessant. Deswegen zeigen wir euch das jetzt nicht. So, ich bekomme jetzt die Augenbrauen gemacht. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was auf mich zukommt. Aber ich werde es jetzt einfach mal geschehen lassen. Ich sehe jetzt bestimmt sehr lustig aus. Ich wollte euch eigentlich den ersten Teil, wo sie mit Fäden meine Augenbrauen gezupft hat, wollte ich euch gerne eigentlich aufnehmen, aber ich glaube, da ist jetzt zu viel Musik hinter, dass man das nicht benutzen kann. Ich zeige euch das gleich nochmal, aber den Faden. Leider sieht man es aber nicht in Aktion. Vielleicht das nächste Mal, wenn der Lars Sommer mitkommt, dass er das dann auch besser filmen kann, weil es war jetzt eine komische Position. Jetzt hat sie mir aber jedenfalls ja, so wie diese Wimpernfarbe auf die Augenbrauen gemacht, deswegen sehe ich jetzt auch so ein bisschen merkwürdig aus. Ich bin mal gespannt, wie es am Ende aussieht, weil sie macht eigentlich normalerweise das immer mit Permanent-Make-up, aber ich habe jetzt gesagt, ich möchte kein Permanent-Make-up haben, ich möchte es nicht so wie tätowiert haben, sondern irgendwas, was halt dann auch wieder weggeht. Ja. Und ja, das probieren wir jetzt quasi zusammen hier aus. Ja, das ist das ganze Arbeitsmaterial, also mit diesem Zwirn hier. Mit diesem Zwirn hat sie mir die Augenbrauen auch gezupft, natürlich auch mit den Pinzetten hier. Und dann hat sie auch noch ein bisschen geschnippelt, dass es halt alles eine schöne Form hat. Und dann hat sie erstmal hier mit Make-up, also mit Lidschatten, das ausprobiert, ob mir die Form, so wie sie sie gemacht hat, auch gefällt. Und das hat mir dann auch gefallen und deswegen habe ich jetzt eben die Farbe drauf. So sehe ich jetzt nach der Behandlung aus. Es ist noch ein bisschen dunkel. Sie sagt, es geht dann noch mal nach ein paar Tagen, wird es ein bisschen heller, wenn man sich halt ein paar Mal das Gesicht gewaschen hat. Und jetzt wird es hier laut! Ja, jetzt sitze ich hier beim Shuttlecorp beim Erkan und warte darauf, dass er fertig wird und mir dann die Haare färben kann. So geht es weiter mit dem Beauty-Tag. Und am Ende sehe ich ganz verändert aus und ihr werdet mich nicht wiedererkennen. Nein, Quatsch. So, ich bin wieder zu Hause und habe mich jetzt mal so ins Licht gestellt. Jetzt sieht man es richtig schön, wie schön rot das aussieht und wie gut das auch gefärbt ist. Wenn ich jetzt halt in den Schatten gehe, sieht man nicht so viel. Aber man sieht es auch. Ja, ist wieder sehr, sehr schön geworden. Er kann sich sehr viel Mühe gegeben auch wieder. Und ja, langsam klappt es auch ein bisschen besser mit der Verständigung. So, der Lars hat gesagt, ich soll mir jetzt nochmal ein Kajal drauf machen, damit die Augenbrauen nicht so auffallen. Ja gut, das geht ja in ein paar Tagen noch ein bisschen weg, aber er hat gesagt, ja, es sieht auch komisch aus, wenn du so halb geschminkt bist, das stimmt natürlich. Und ich mache ja eigentlich sonst auch immer nur Kajal drauf und das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt bin ich fertig geschminkt sozusagen und er sagt, jetzt sieht schon besser aus. Sieht also, super aus. Sieht super aus, genau, sieht super aus. Neue Frau. Ja, so sehen meine Augenbrauen jetzt nach 2 Tagen aus. Gemacht habe ich es am Donnerstag, jetzt ist Samstag. Also das nächste Mal würde ich das vielleicht dann eben so machen, dass ich das freitags machen lasse, damit es dann übers Wochenende sich verändern kann und dann kann ich montags wieder ganz normal unter Leute gehen. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem wunderschönen Alanya. Ja, jetzt habe ich ein Resümee zu einem Haushaltsgerät, das muss ich euch mitteilen. Jetzt weiß ich ganz genau, schönes Wetter hier, paar 20 Grad, ich muss aber ein T-Shirt tragen, ja, so ist es halt nun mal. So, ich mache gerade leckere vegane Pfannkuchen, da habe ich diesmal zum Binden 2 Bananen reingemacht. Die Konsistenz ist wirklich sehr schön geworden, fast schon crepe-mäßig. Und jetzt dachte ich so eben, hat der Wind die Dings ausgeblasen, die Flamme. Nein, die Gasflasche ist gerade eben in diesem Moment leer geworden. Ja, das sind ja Gasherde, die hier mit so Flaschen funktionieren. Die sind ja recht groß. Ja, und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wie lange wird sie wohl halten? Wie lange wird sie wohl halten? Und ich kann es euch sagen, es sind genau 5 Monate. Wir haben jeden Tag damit gekocht, meistens morgens irgendwas angebrutzelt, abends meistens auch was damit gekocht, Nudeln hier in der Pfanne. Wir sind ja zu 5, also wir haben sie jeden Tag benutzt
Und nach 5 Monaten ist sie leer. Na, Hammer, oder? Das kostet auch nicht viel. Wir können es nachher nochmal sagen, wahrscheinlich, was es kostet. Wir müssen nämlich eine neue Flasche bestellen. Gucken wir mal, wie schnell sie da ist, weil jetzt können wir, bis die da ist, nichts kochen. Aber wenn mal der Strom ausfällt und sowas, hat man natürlich Gas, mit dem man immer kochen kann. Bin mal gespannt. Und da ich das nicht fertig brutzeln konnte, meine Pfannkuchen-Crepe, habe ich einfach den Rest jetzt hier in Muffin-Förmchen gepackt und back die aus als so Brötchen, damit das nicht weggeworfen werden muss. Und was ich jetzt hier mit der unteren Seite von dem hier mache, muss ich nochmal schauen. Naja, geht aber fast. Ich esse den noch. Kurz, damit ihr seht, wie sowas hier läuft. Also die erste Gaslieferung kam damals von Ali, als der Herd kam. Dann war der Barisch hier und der hat uns hier so eine Magnetvisitenkarte hinterlassen. Und jetzt habe ich ihn gerade hier auf dieser WhatsApp-Nummer habe ich die gespeichert und jetzt werde ich Ihnen eine Nachricht schicken mit einem Foto von der Flasche. Mit dem Google-Übersetzer werde ich dann reinschreiben, hey, wir brauchen eine neue Flasche, den Standort schicken, wo wir sind, den Namen, den Stockwerk und die Apartmentnummer. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir heute noch eine neue Flasche kriegen. Wir haben übrigens heute Sonntag, auch ein ganz guter Test bezüglich Service. Kriegen wir heute am Sonntag noch eine neue Flasche, damit wir heute Abend kochen können? Oder müssen wir vielleicht heute Abend essen gehen oder was bestellen? Hammer Service. Ich habe gerade geschickt, ja, Google-Übersetzer geschrieben, hallo, wir brauchen eine neue Flasche Gas zum Kochen. Bevor ich das Foto schicken konnte, kam schon die Antwort, okay. Dann habe ich das Foto geschickt, habe die Adresse geschickt und unser Stockwerk, unsere Apartmentnummer, und er hat geschrieben, er kommt jetzt. der steigt jetzt auf seinen Roller oder so, die transportiert das ganz oft auf Rollern und dann fahren die das hierher und dann kann sein, dass wir schon in einer halben Stunde unsere neue Gasflasche haben am Sonntag. Bin ich mal gespannt. So, nach 10 Minuten war der nette Mann dann da und schließt gleich die Flasche an. Das ist ja der Hammer, ne? Hammer, ja. Super. Der Hammer, ja. 10 Minuten später, oder vielleicht 11, geht der Herd wieder, dann kann ich nämlich meinen Crepe hier zu Ende backen. Das ist doch der Hammer, oder? Und die neue Flasche ist hier drin, man sieht's, ja. Und gekostet hat die Flasche jetzt 172 türkische Lira, also 17,20 Euro, 16 Euro irgendwas, der Euro steht ja hoch. Also 5 Monate kochen für 17,20 Euro. Die Flasche kostet beim ersten Mal natürlich irgendwelches Pfand. Das war jetzt ja nur ein Austausch. Und ich habe ihm jetzt aber 200 türkische Lira gegeben, also 20 Euro, hat er sich total gefreut. Aber wenn jemand halt innerhalb von 10 Minuten kommt an einem Sonntag, da muss man aber ordentlich Trinkgeld geben. Das ist ja Wahnsinn, da kann ich aber weitermachen. Das ist doch Hammer, oder? Da braucht man sich auch keine Ersatzflaschen dann irgendwie hinlegen oder so. Es ist einfach, ja, mega. Das ist halt das Geile an der Türkei. Und das lieben wir halt auch. Und das ist doch das erste Mal in unserem Leben, dass wir so lange so schönes Wetter haben. Also wir sind jetzt ja seit 5 Monaten hier. Seit über 5 Monaten schon. Wir nähern uns bald den 6 Monaten. Und ja, schönes Wetter. Und ich glaube, von diesen ganzen Tagen, das 5 mal 3, 3 mal 5, 150 Tage mindestens sind wir jetzt schon hier, war, glaube ich, höchstens 1 oder 2 Tage, vielleicht 3 Tage bedeckt. Schlechtes Wetter, hat mal geregnet und wenn dann nur ganz kurz. Also ein Traum, ja. Einfach nur wunderschön.